Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Ein Schiff und dein Pferd kommt vom Ende der 5 Hektar Weide zu dir ans Tor galoppiert. Auf dem Platz dann angekommen, legt es sich mit einem tiefen Seufzer neben dir ab. Herrlich. Dieses Szenario steht ganz oben auf der Wunschliste der Pferdefreunde. Vielleicht sind auch dir schon die Videos auf YouTube vom James French ausgespielt worden. James ist der, bei dem die Tiere immer nebendran liegen. Also Pferde, Schafe, Hunde oder Löwen. James French ist der Erfinder der Trust-Technik und über die wollen wir heute sprechen. Und eine, die sich richtig gut damit auskennt, ist die Daniela Vögele. Daniela ist nämlich eine der Practitioner, die in Deutschland arbeiten und ich freue mich ganz besonders, Daniela heute hier zu haben. Und hallo. Ich freue mich auch ganz besonders. Vielen Dank. Daniela, ja. Stell dich doch mal bitte vor, das ist einfacher und erzähl uns, wer du bist und was du so machst. Ja, ich bin Daniela und ich arbeite als Trust Technik Practitioner für Großtiere, also ausschließlich für Großtiere. Es gibt auch Practitioner für also Kleintiere oder Haustiere. Aber ich habe mich für die Großtiere entschieden, weil die Pferde besonders meine Passion sind. Also ich mag alles an denen und interessiere mich für alles, was mit Pferden zu tun hat. Und habe dann vor einigen Jahren eben die Trust-Technik entdeckt und war da anfangs, als ich das immer gesehen habe, diese Videos, war ich zunächst mal ein bisschen skeptisch, habe es mir dann angeguckt und war absolut begeistert. Also sofort, habe gleich den Videokurs gemacht und gleich daraufhin die Ausbildung und habe dann nebenberuflich noch als Practitioner gearbeitet eine Weile und habe mich dann selbstständig gemacht und arbeite seither eben in Deutschland, deutschlandweit. Und zum Teil auch im Ausland online mit Kunden und ihren Pferden hauptsächlich. Also ich habe auch schon mit Schafen und Alpakas und Ziegen gearbeitet, aber hauptsächlich arbeite ich mit Pferden und ihren Menschen. Ja, und ich kann da auch schon Positives von berichten, weil Daniela und ich hatten tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen eine erste Session online mit meinem Pferd. Und da können wir gleich mal über die unterschiedlichen Motivationen der Interessenten sprechen. Warum kommen die Leute und wollen sich mit dieser Technik beschäftigen? Also bei mir war es zum Beispiel so, mein Pferd macht mir keine Probleme. Also ich habe keine Schwierigkeiten, wo ich denke, ich bin jetzt am Ende meines Lateins und brauche jetzt irgendwie einen gänzlich anderen Zugang. Aber bei mir war es eher so, dass ich selber so ein bisschen zur Ruhe kommen wollte. Wie ist das bei den anderen? Ähnlich. Also es gibt grob gesprochen gibt es zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind eben die Menschen, die sagen, ich oder die sich einfach eine innigere oder tiefere Verbindung oder bedeutungsvollere Verbindung mit ihrem Pferd wünschen und die vielleicht auch an den Punkt kommen, wo sie sagen, also mit den traditionellen oder klassischen Methoden des Umgangs oder der Arbeit auch komme ich nicht klar. Ich möchte nicht mit Kontrolle und Druck oder gar Gewalt arbeiten. Das ist mir, widerstrebt mir. Und ich habe das Gefühl, das geht auch anders und deswegen suche ich andere Wege. Also dass es aus dem Menschen kommt, der einfach sagt, ich will so mit meinem Pferd nicht umgehen und ich habe ein inneres Gefühl, dass das nicht richtig ist, was man so lernt und was immer gesagt wird. Also das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe ist tatsächlich die halt, die dann auch, wo das Pferd sagt, so geht's nicht und auch da nachdrücklich ist und vielleicht auch schon viele andere Sachen probiert wurden, die nicht zu einer Verbesserung geführt haben. Und diese Leute, die suchen dann, also wenn sie ihre Pferde lieben und nicht abgeben, das gibt es dann natürlich auch, leider, dann suchen die nach anderen Möglichkeiten und finden dann auch die Trust-Technik und sind oft sehr, sehr dankbar. Also generell sind eigentlich alle immer sehr dankbar, weil es eine wundervolle Sache ist.
Jetzt haben wir ja schon angesprochen, dass wir ein tiefes Verständnis für den Partner oder ja für das Pferd, den Partner Pferd erreichen können, eine innige Beziehung. Der Kompetenzzirkel Pferd veranstaltet gerade einen Kompaktkurs. Da geht es darum, das Gehirn zu verstehen, ein Verständnis für die Sinnesorgane zu entwickeln und auch zu begreifen, wie Bedürfnisse und Instinkte das Pferdeverhalten tatsächlich motivieren und beeinflussen. Dazu gibt es ganz viel Forschung, Beobachtung, Wissenschaft, ja, inzwischen auch bildgebende Verfahren wie das CT und MRT, wo wir Gehirnströme sehen können. Und das gibt uns natürlich ganz viel Information, mit denen wir auch arbeiten können, um das Klar. Pferd besser zu verstehen. Und trotzdem gibt es ja noch mehr. Und wir wollen jetzt hier nicht in einen esoterischen Bereich rutschen, Ja. aber es gibt eben noch mehr. Und das ist das, glaube ich, womit die Trust-Technik sich dann auch beschäftigt. Beschäftigt, ja. Also generell, ich persönlich finde alles interessant, was Pferde betrifft, und ich finde es auch wissenswert. Und wer mit Pferden umgeht, ist für den ist das ein Mehrwert, wenn er weiß, wie Pferde, also wie die Sinne der Pferde funktionieren, wie groß das Gesichtsfeld ist, wie sie wahrnehmen, wie das Hirn funktioniert. Das ist alles absolut schön, wenn die Leute sich damit beschäftigen und das wissen. Es ist aber halt so, dass, und die Wissenschaft beschäftigt sich natürlich mit diesem Thema weitaus mehr als mit dem wir arbeiten in der Trust-Technik. Noch, möchte ich sagen, weil so langsam kommt das auch. Also es ist aber halt so, wenn ich, also ich kann ja nicht sagen, wenn ich weiß, wie das Gehirn funktioniert und die Sinnesorgane und das Körpersystem, dass ich dann das Pferd verstehe oder das Pferd kenne. Also dann, das ist ja so, wie wenn ich sage, wenn ich das Hirn von einem Menschen verstehe und verstehe, wie seine fünf Sinne funktionieren, weiß ich, wer der ist und was er kann und kenne sein Wesen. Das ist nicht so. Also ein Pferd hat auch ein Wesen. Das hat einen Charakter, das ist ein Individuum, also einzigartig. Und das hat natürlich Bedürfnisse, es hat Grundbedürfnisse und die sind bei allen Pferden gleich Grundbedürfnisse. Aber jedes Individuum hat nochmal eigene, besondere, einzigartige Bedürfnisse und die kann die Wissenschaft mit der Forschung an der Hirntätigkeit oder den Sinnesorganen nicht definieren oder erklären auch, ne? Bei uns ist das ja so, wir kriegen das ja auch in der Partnerschaft mit. Oftmals denken wir, dass der Partner, der uns jetzt so gut kennt, uns schon lesen und verstehen müsste, tut er nicht. Und dann haben wir ja unseren Mund und unsere Stimme und können uns mitteilen. Und das können die Pferde ja nicht. Und ein wirklich immer wieder genanntes Gedankenspiel von uns ist der Perspektivenwechsel, dass ich wirklich sagen muss, das Pferd tickt so anders als wir und wir müssen wirklich uns die Mühe machen, uns darauf einzulassen. Und das ist ja ein Weg, die Trust-Technik. Kann man denn sagen, jedes Pferd ist geeignet, um mit der Trust-Technik zu arbeiten? Und als zweite Frage, jeder Mensch ist geeignet oder gibt es da Wesen, die mehr oder weniger prädestiniert sind? Alle, für alle, eignet sich für alle. Also vielleicht, also ist wichtig zu wissen, dass wenn man mit einem Pferd mit der Trust-Technik arbeitet und mit diesem Pferd gehen verschiedene Personen um, also oder reiten das. Also wenn, es gibt ja Pferde, die dann drei oder vier oder fünf Reitbeteiligungen haben. Wenn jetzt der Besitzer anfängt, die Trust-Technik zu lernen und diese Reitbeteiligungen nicht oder die anderen Personen, dann kann das zu Problemen führen, tatsächlich. Weil wenn man mit der Trust-Technik arbeitet, macht man die Türen auf. Ja, man sagt dem Pferd, ich sehe dich, ich sehe dich, ich beachte dich. Und so entsteht auch dieses Vertrauen, wenn die Pferde feststellen, ah, der erkennt ja meine Zeichen und der spürt mich ja. Und wenn dann der Nächste wieder eher so traditionell und mit Druck und Kontrolle dran geht, dann ist das also erstens mal überhaupt nicht fair und zweitens kann das auch richtig nach hinten losgehen. Das ist schon so.
Müsste man dann sagen, zum Beispiel Schulpferde wären eher nicht so geeignet, mit denen das zu machen? Es sei denn, das ist ein Schulpferd in einer sehr achtsamen Reitschule, wo die Reitschüler auch im Sinne der Trust-Technik an die Pferde herangeführt werden und dann entsprechend mit ihnen umgehen. Dann ist das möglich. Aber ein Reitschulpferd in einer traditionell klassischen Reitschule, wenn dann eine Person mit ihm trust, das geht nicht. Das würde ich ausschließen. Habe ich das denn richtig verstanden? Also, dass das Pferd gar nicht diese innige Verbindung dann mit einem Menschen in Verbindung bringt, sondern sagt, der Mensch an sich ist jetzt achtsam mit mir und ich kann mich hier öffnen und Ich kann weil jetzt an einem sonst könnte das Beispiel. Schulpferd ja mit einer Bezugsperson das machen und bei den anderen sagen, okay, das sind jetzt wieder andere. Ja, also ich kann es an einem Beispiel erklären von einer Bekannten, die hatte also, hat sich um ein Pferd gekümmert, das sich nicht anfassen ließ und auch die Hufe sich nicht auskratzen ließ und so weiter. Und das war dann so, dass sie halt da dreimal pro Woche oder viermal pro Woche war sie da, hat mit dem Pferd trainiert, hat ihm gezeigt, dass das geht mit den Hufen und er war auch völlig entspannt und hat das schön mitgemacht. Und an den anderen 3 Tagen hat sich jemand anders um ihn gekümmert und auch die Hufe ausgekratzt und dem eine übergezogen, wenn er nicht mitgemacht hat. So, und sie wusste das gar nicht und hat dann wieder versucht, mit ihm zu arbeiten und die Hufe zu machen, hat er nach ihr getreten. Ja, also da geht dann schnell noch mehr kaputt. Und ich habe es bei einem meiner Pferde auch erlebt, der sehr so bestimmt ist, wem er vertraut oder wenn er an sich lässt, also im Thema Tierärzte und so oder überhaupt jeder, der irgendwie ungeduldig oder unsicher ist, da geht der lieber. Also der geht dann einfach, also der wird nicht wehrhaft und so, aber er geht. Und das zeigt mir, dass er verstanden hat, dass das Gefühl der Ungeduld und das Gefühl der Unsicherheit beim Menschen oft so Wehrhaftigkeit auslöst. Ja? Oder so brüskes Verhalten oder sowas. Und bevor das kommt, geht er schon. Das heißt, ja, also das ist sie nehmen wahnsinnig viel, also sie nehmen so viel mehr wahr, als uns bewusst ist. Ja, wir haben die letzte Folge, die jetzt am Montag, also am 26. erschienen ist. Da ging Ja. es darum, was ist ein Nein wert, was ist ein Ja wert, wenn ein Nein keine Bedeutung hat? Ne? Ja. Also ganz oft sagen die Pferde uns in unterschiedlicher Deutlichkeit, dass sie etwas nicht können, etwas nicht wollen oder etwas nicht verstanden haben. So ist Und es. wir nehmen sie dann und machen das trotzdem. So. Genau. Und jetzt dein Beispiel, der sagt, ich gehe schon mal, wenn überhaupt der Gedanke in die Richtung Ja. kommt. Aber auch ihm könnte ja passieren, dass man sagt, stell dich nicht so an oder da musst du jetzt durch oder das ist jetzt hier für heute der Plan. Und Ja, ich habe es ihm gezeigt, aber also er hat mir auch sehr viel beigebracht. Also es gibt auch Momente, wo ich mal ungeduldig werde. Gerade wenn ich mache zwischen den Intervallen die Hufe selber und wenn ich dann da so noch am Überlegen bin, und das ist ja eine Unsicherheit, ich überlege, wann mache ich das jetzt noch weg oder lasse ich das dran, dann sagt er schon, jetzt gehe ich im Sinne von, wenn du weißt, was du willst, dann machen wir das. Das heißt, man muss sehr klar sein mit ihm. Und so ist er und der darf so sein bei mir. Und ich suche auch die Leute entsprechend aus mittlerweile. Also, Jetzt, da gibt es ja unterschiedliche Typen von Menschen. Also den ja. Kontrollfreak, ja, der gar keine Ahnung hat, ne? Also gar nichts weiß über die drei Bereiche, die wir davon angesprochen haben. Ja. Der keine Erfahrung im Umgang hat, alte, junge Leute mit wenig Zeit oder vielleicht sogar psychisch oder körperlich Kranke. Wenn du mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen arbeitest, gibt es da einen gemeinsamen Nenner oder einen Zugang zu diesen Menschen, wo du sie abholen kannst? Ja, absolut. Also, ja, also das ist für jeden geeignet, für jeden.
Absolut jeden, weil was man bei der Just-Ignite macht, ist ja den Geist beruhigen. Und Leute, die, also, oder nehmen wir mal das Beispiel Kontrolle. Es gibt viele Leute, die gerne kontrollieren oder sie meinen, kontrollieren zu müssen. Und wenn man sich überlegt, was das eigentlich ist, also was dahinter steckt, ist das Gefühl, dass hinter Kontrolllust oder Kontrollzwang ist Angst. Angst, ja. Also man meint, man muss es zu, man hat kein Vertrauen, man vertraut nicht. Und wenn man lernt, in den Frieden, also erstens mal sein eigenes Denken zu reduzieren im Tempo des Tieres, dann empfindet man Frieden. Also das Gefühl, das entsteht, wenn man sein Denken reduziert, ist Frieden. Und Frieden, das Gefühl des Friedens, wenn man das mit jemandem teilen kann, entsteht ganz automatisch Vertrauen. Weil niemand kann Frieden in der Gegenwart eines anderen fühlen und entspannen, wenn er dem anderen nicht vertraut. Wieso, ne? Auch bei uns Menschen. Und wem sollte Frieden nicht helfen können? Innerlicher Frieden. Das hilft jedem Menschen, jedem Tier. Wendest du die Technik, also wir sprechen ja immer von der Technik, können wir Ja. vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, Ja. auch innerhalb von Menschen, also unter Menschen an, oder ist es immer nur etwas von Mensch zum Tier? Also gedacht ist es von Mensch zu Tier, aber es funktioniert mit allen Wesen. Mit allen denkenden, fühlenden Wesen funktioniert das. Ja. Also wenn man mit Tieren arbeitet, stellt man irgendwann fest, dass plötzlich alles so still wird drumherum. Also dann auch die Wildtiere machen da mit. Und die Leute, wenn da Leute unterwegs sind, die werden plötzlich langsamer und so. Also das hat auf jeden eine Wirkung. Ja, also man könnte es theoretisch auch mit Menschen machen. Jetzt gibt es ja die verschiedenen Ausbildungsgänge bei Ja. dem James. Also du hast schon den Online-Videokurs angesprochen und dann darauf aufbauend sogar der Ausbilderlehrgang. Das dauert, ich glaube, 2 Jahre. Genau. Das können wir hier natürlich nicht reproduzieren, aber es gibt so drei Grundpfeiler, auf denen diese Ja, Technik aufgebaut ist. genau. Das wäre super, wenn du uns die mal vorstellen könntest. Ja, also das sind die drei, die haben englische Namen. Also der erste Pfeiler heißt Creative Reaction und das ist im Grunde das, was man in der ersten Just Technique Session lernt, was du auch gelernt hast online jetzt, nämlich wie man seinen Geist, also sein Denken reduziert. Und wie man das Tier in seinem Tempo auch im Denken reduziert. Das heißt, wir sprechen in der Just-Technik von 10 Denkleveln. 10 ist Panisch und 0 ist Tiefschlaf. Und erstens mal lernt man so ein bisschen einzuschätzen, auf welchem Level das Tier ist. Und dann kann man es, erlernt man, wie man es reduziert. Und man lernt die Unruhe, oder der Unfrieden, der im Tier ist und der bei diesem Prozess an die Oberfläche kommt, einfach wertfrei zu beobachten und ja, und eben Frieden mit dem Tier zu teilen. Das ist das, was man in der ersten Session lernt, die Anwendung, also was es ist und wie man es anwendet. Darf ich dich da kurz unterbrechen, weil Ja. ich finde, eine Sache war für mich noch wirklich sehr interessant, nämlich der Unterschied zwischen Denken und Wahrnehmen. Weil ich war ja so irritiert, als du gesagt hast, wir wollen das Denken reduzieren und ich irritiert war, also ich den Unterschied nicht so richtig verstanden habe zwischen dem, was ich Ja. wahrnehme und was ich denke. Ja, also wahrnehmen körperlich, also man richtet ja ein bisschen seinen Fokus auf die körperliche Wahrnehmung, weil es das hilfreich ist, um dieses Friedensgefühl zu bekommen. Aber es gibt, was man ganz klar wissen muss, ist, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen Gedanken haben und Denken. Das ist
auch was, was man dabei lernt, was da der Unterschied ist und wie man das auch ein bisschen abfangen kann. Okay, super, Ja. danke. So, dann haben wir den zweiten Punkt. Genau, der zweite ist Realization Learning und das ist der Schritt, der für Leute interessant ist, die ein Pferd haben, das sagt, so geht's nicht oder das in bestimmten Situationen Probleme hat oder es kann auch sein, dass der Mensch in Situationen, in bestimmten Situationen mit dem Pferd Probleme hat oder Ängste hat oder so. Und diese Situationen, die werden dann neu erlebt und zwar in einem friedvollen Licht. Und da ist der Unterschied zu dem normalen Erlernen von schwierigen Situationen. Also ich meine, das macht man ja im Pferdetraining oft durch Desensibilisieren und solche Sachen. Der Unterschied ist ein bisschen, dass, oder nicht ein bisschen, der Unterschied ist, dass dabei nicht konditioniert wird und auch nicht antrainiert. Es ist dann einfach so, dass das Pferd die Situation oder das Pferd und der Mensch die Situation, die Angst bereitet oder Stress bereitet oder wo das Pferd normalerweise wehrhaft wird, neu erlebt in einem friedvollen Licht. Und das ist dann auch nachhaltig. Also das heißt, das Pferd und der Mensch erleben diese Situation friedvoll und das Drama verabschiedet sich. Und dann ist diese Situation keine Problemsituation mehr in Folge. Wogegen, wenn man halt konditioniert wie will ich sagen, also trainiert, eine Situation trainiert oder desensibilisiert, da ist potenziell die Angst ja noch da. Die wird nur, da lernt das Pferd ja nur, oder also im ungünstigsten Fall lernt es, wenn es dazu gezwungen wird, etwas zu machen, wovor es zeigt, dass es Angst hat, lernt das Pferd nur, dass auf den Menschen kein Verlass ist und dass, wenn es Angst hat, der ihm noch mehr Angst macht, weil er es zwingt, durch die Situation zu gehen. Und das ist auch nachhaltiges Lernen, verbessert aber die Situation in der Regel nicht. Also das bedeutet dann, dass in der nächsten, beim nächsten Mal wieder also eine Angstreaktion kommt und möglicherweise wieder eine Kontrollreaktion vom Menschen. Und das geht dann so weiter. Also das ist nicht Jetzt gibt es ja bei der Konditionierung mehrere verschiedene, Arten, ja. also die klassische Konditionierung und auch die operante. Also da haben wir, reden wir Genau. ja auch von der positiven Verstärkung, die ja Ja. vermeintlich, also positiv heißt ja dann nicht gut, aber wir geben etwas, einen Verstärker hinzu, um das gewünschte Verhalten wieder auftreten zu lassen. Ja. Und da würde man ja meinen, das ist eigentlich total freundlich und das Pferd wird nicht unter Druck gesetzt. Aber es ist natürlich auch eine Form der Manipulation durch das Futter. Ja. Wobei ich persönlich überhaupt nichts gegen Futterlob habe. Ich finde, das kann man machen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einen Keks reinstecke, weil ein Pferd was macht, was ich gefordert habe, oder ob ich das Pferd belohne, weil ich mich so freue und so dankbar bin, dass es mitgemacht hat. Das hat eine ganz andere Qualität und da reagieren Pferde extrem drauf, auf Freude und Dankbarkeit. Extrem. Musste mal probieren. Ja, ich glaube, das Das Prinzip ist ja auch einfach die Grund, die, 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 den, den Level und ah, du kannst das besser erklären, erstmal runterzufahren und dann mit dem Training erst zu beginnen. Genau. Also das ist auch was man eigentlich innerhalb der Realization Learning, da waren wir ja, Session versteht, dass halt ein bestimmtes Denklevel nötig ist, um überhaupt Verständigung zu bekommen. Ja, also wenn einer von beiden sehr hoch denkt, ist das schon nicht möglich, wirklich zu kommunizieren. Aber wenn man sozusagen gelernt hat, die Denklevel anzugleichen im Tempo des Pferdes, dann ist man irgendwann auf einem Level, wo man einander hören kann. Und da meine ich auch gar nicht zwingend, dass über die Sinnesorgane, also über die üblichen Sinnesorgane wahrnehmen, sondern auch dieses Fühlen hören, dass man den anderen fühlen kann. Und das ist natürlich, dann kann man sehr fein arbeiten. Ja.
Merkt man schon, wenn man dir zuhört, dass die Pferde da, die muss man ja darauf nicht trainieren. Die machen Nein. das ja intuitiv. Aber uns, Ja. ne? Also der Ja, weil, Mensch, also, das aber ist ja da, da. ich denke auch, dass da darf man den Menschen keinen Vorwurf machen. Wir sind auch in wir sind in gewisser Weise, und das fällt einem sehr auf, wenn man dann mit der Trust-Technik arbeitet, auch konditioniert. Also erstens mal durch die ganzen Irrglauben oder die Glaubenssätze, die uns so im Kopf rumschwirren, wie ein Pferd ist und wie man mit einem Pferd umzugehen hat und so. Und dann aber auch in der Art und Weise, wie wir Dinge tun. Und dass wir eben viel im Kopf unterwegs sind und immer alles mit dem Kopf lösen. Und davon kommt man ein bisschen weg. Und das ist sehr wohltuend, und da wird man oft auch wirklich überrascht, wie einfach manche Sachen zu lösen sind, wenn man ihnen den Raum gibt. Ich habe Ja. neulich einen wissenschaftlichen Vortrag darüber gehört, also über die Fragestellung, ob Tiere ein Bewusstsein haben. Da forschen wir ja schon lange dran. Ja, Und dann ja. gibt es Tiere, denen wird das eher zugesprochen. Gibt es auch dieses Spiegelbild, den Spiegelbildtest, ob die Tiere mit sich im Spiegelbild interagieren und so weiter. Und dabei ist aber auch sehr gut betont worden, dass alle Erkenntnisse, die wir so haben, ja durch den Filter menschliches Gehirn gehen. Also Ja, wir genau. nehmen diese Beobachtungen und Informationen auf und interpretieren die. Mehr ist es ja Genau, nicht. Und es ist genau. immer eine Interpretation des Menschen. Und wir werden, ich glaube, das weiß nicht, welche Technik und welche KI da kommen muss, damit wir wirklich die Welt so empfinden wie die jeweils andere Spezie. Sprengt im Moment meine Ich denke, Fantasie, aber. ja, da muss keine KI kommen, da müssen wir wieder zu uns finden und unsere innere Stimme hören. Und mal still werden und uns spüren. Also ich denke generell, dass Pferde wirklich mehr über uns wissen, als wir über sie. Weil sie sind also die Wissenschaft fängt jetzt langsam an, sich so ein bisschen mit den Themen zu beschäftigen. Also es gibt jetzt schon Studien, dass die Pferde Gesichtsausdrücke unterscheiden können und den Herzschlag und so. Meiner Meinung und Erfahrung und Beobachtung entspricht das aber nicht. Also ich denke, die nehmen schon das Gefühl, also ein Gefühl verursacht einen Gesichtsausdruck. Also ja, oder ein Gefühl verursacht eine Veränderung also des Herzschlages. Das nehmen die wahr. Die nehmen schon wahr. Viel früher war das, sind Frequenzleser in dem Sinne. Also wenn man, die sind so viel feiner, als wir denken. Und wie gesagt, wir sind uns ja, da wir ja immer so beschäftigt sind im Kopf und mit unseren Gedanken und Plänen und was ich alles beschäftigt sind, nehmen wir ja oft das, was wirklich ist, gar nicht wahr. Und da können uns Pferde sehr helfen, bewusster zu werden, in den Moment zu kommen, wahrzunehmen. Das ist und je stiller der Geist ist, desto mehr kann man ja wahrnehmen. Ja, Das haben wir schon mal stimmt. gesagt. Ja. So, dann haben wir ja noch den dritten Punkt, Ja. die Trusted Cooperation. Ach so, ja. Die Trusted Cooperation, da geht es nämlich dann darum. Das ist eben diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, und das kann man im Grunde, also das setzt voraus, dass der Mensch eben schon ein bisschen vorangekommen ist und eine Verbindung zu seinem Pferd aufgebaut hat, also so eine diese andere Verbindung, diese Gefühlsverbindung oder Intentionsverbindung. Und da kann man dann beginnen, mit Gedankenkraft mit seinen Tieren zu arbeiten und sich überraschen lassen und staunen, was die alles verstehen. Also da denke ich immer, man braucht gar nicht so viel Körpersprache und so weiter. Man kann das ganz einfach auch nur denken, und sie machen es.
Also, und Jetzt. manche Reiter haben die Erfahrung auch schon gemacht. Ich weiß sogar noch, lange bevor ich in Berührung mit der Trusttechnik gekommen bin, dass ich immer mal so beim Ausreiten dann so auf dem Pferd saß und gesagt habe, ach, da bin ich, da, den Weg sind wir jetzt auch noch nie hoch, das wäre vielleicht auch mal interessant. Und schwupps, hat mein Pferd schon diesen Weg genommen. Also ohne dass ich irgendwas körperlich verändert habe oder bewusst irgendeine Hilfe gegeben habe, der hat das, dann hat er das schon gemacht. Und das ist das. Also das kann man dann vertiefen in der Trusted Corporation und ja. Der Klassiker ist ja auch, dass die Reiter berichten, ich habe nur an Galopp gedacht und das Genau. Pferd ist angaloppiert. Ne? Das Genau. ist sehr schön. Ein Beispiel für das, was du gerade erklärt hast, bevor mein Muskel sich anspannt und ich vielleicht die Ja. Galopphilfe gebe, kommt der Gedanke zuerst. Aber ich Und war das. vielleicht so irgendwo, dass ich das gar nicht gemerkt habe, Genau. was das mit meinem Körper gemacht hat. Ja. Und das ist also ein Gedanke produziert ein Gefühl und ein Gefühl ist eine Frequenz und die Frequenz wird wahrgenommen. Jetzt haben wir ja sehr viel über die Theorie gesprochen. Jetzt lass uns doch mal ganz konkret zu den Situationen nochmal zurückkommen, wobei mir Ach die so. Trust-Technik auch wirklich helfen kann. Integration zum Beispiel, da haben wir ja vorhin nochmal kurz drüber gesprochen, Genau. finde ich auch sehr wichtig, Ja, dass. ja. Also wenn das gibt es ja leider oft, dass Pferde halt umziehen oder neue Herden zusammengestellt wird, da kann man sehr schön unterstützen, dass das eben friedvoll geschieht. Da ist natürlich, also ein Thema generell bei der Trusttechnik ist eben die eigene Agenda mal Agenda sein zu lassen und Dinge im Tempo der Tiere zu machen. Und das ist dann im Kontext bei einer Zusammenführung natürlich auch sehr sinnvoll. Und da kann man aber trotzdem, also auch wenn die Pferde dann noch durch den Zaun getrennt sind und so, und immer wenn die sich begegnen oder wenn die da miteinander am Zaun sind, dass man da ein bisschen trustet mit denen, das hilft ungemein. Also hatte ich auch schon Kunden, die dann innerhalb kürzester Zeit auch die Pferde zusammenlassen konnten und das verlief absolut friedlich. Ja. Das Ist ist es natürlich von Typ zu Typ verschieden, von klar, also das, wir schmeißen die Pferde da immer so wahllos zusammen und manchmal passt es besser und manchmal nicht so und dann braucht man eben mehr Zeit oder weniger Zeit. Also und das Tempo dabei geben immer die Tiere vor oder sollten immer die Tiere vorgeben, ne? Um dann das auch so machen zu können, dass es friedvoll abläuft. Und ich habe ja jetzt auch schon selber erlebt, dass es auch da Techniken gibt, wie ich erkenne, dass auch was passiert, weil vermeintlich passiert noch gar nicht was Großes, aber dass ich Plötzlich. nicht frustriert bin, weil ich truste dann, also um das jetzt Ja, mal so ja, zu ja. auszudrücken, wie du das gesagt hast. Und es ist augenscheinlich, verändert sich nichts, aber es passiert ja doch, wenn man das Auge und das Gefühl für die kleinen Veränderungen öffnet. Wie ist das mit traumatisierten Pferden? Ganz toll, weil das Traumata löst, also tatsächlich. Die können das richtig loslassen. Das ist passiert dann in der Regel nicht innerhalb von einer Session. Aber also Trauma, hinter Trauma sitzt auch Angst, Angst oder Erinnerung an angstvoll Erlebtes. Und Ängste können ganz wunderbar gelöst werden damit. Ja. Also das ist für die eine Rettung, tatsächlich. Verladeprobleme. Auch alles. Alles, was Angst bereitet. Alle Situationen, die Angst oder Stress bereiten. Aber ich glaube, es ist auch schon über die ganzen Ausführungen und das, was du jetzt erklärt hast, deutlich geworden. Es ist nicht so, dass wir beim Verladeproblem uns an den Hänger stellen und kurz mal versuchen, im Hier und Jetzt zu sein und dann haben wir alle Probleme beseitigt. Wir müssen Nein, dem nein. Prozess natürlich ein bisschen Raum und Zeit geben. Genau, und man, also ich meine, und man muss, also das ist ganz wichtig, also dem Pferd die Wahl geben und die Zeit, die es braucht. Und was man normalerweise, was dann normal, also gerade bei so Objekten, die Angst machen, wo Pferde zurückscheuen oder sowas, Mülltonne oder Plastiktüte oder, also das ist, eigentlich hochinteressant, das auch zu beobachten, wie Pferde damit umgehen. Die sagen natürlich zuerst, oh, um Gottes Willen.
Oder Wasserschlauch hatte ich auch schon. Und wenn man das dann also in ihrem Tempo macht und immer, wenn sie sagen, okay, weiter geht's jetzt nicht, und ich dann wieder helfe, und dann kommt plötzlich tatsächlich auch der Mut und die Neugier. Also, und Mut ist dann auch wieder so eine Sache, da sollte man eigentlich auch nochmal innehalten, weil Mut bedeutet ja auch, dass die Angst eigentlich noch da ist, man es aber trotzdem macht. Und das wollen wir auch nicht unbedingt. Also wir können tatsächlich so weit reduzieren, dass das Pferd am Schluss aus eigener Motivation und Neugier sich das mal anguckt. Völlig entspannt. Das geht, ohne zu drücken, ohne zu sagen, jetzt probier mal, ohne das Pferd da in Panik von beiden Seiten, damit es mit beiden Augen gesehen hat, da vorbeizuführen. Also das ist alles unnötig. Braucht man nicht. Geht ganz einfach. Man muss Wie nur im Tempo des Pferdes arbeiten. Ne? ist es unterm Sattel? Also, Gleiche. ich sage jetzt mal, Gleiche. ein junges Pferd entzieht Gleiche. sich dem Schritt, weil es anfängt zu traben, weil es vielleicht mit der Situation noch nicht klarkommt und vielleicht erkennt man das nicht so, was dahinter steckt. Ja, Hilft es, also dem Pferd vor der Arbeit dann zu trusten? ja, vor der Arbeit, also bevor man überhaupt aufsteigt. Man sollte nie aufsteigen, wenn man dem Pferd nicht vertraut, finde ich. Also, und das Pferd einem nicht vertraut, weil das ist schon ein Risikofaktor. In dem Moment, wo man einander vertraut, weiß man ja, dass der andere Acht gibt und achtsam ist und nichts tut, was einem schadet. Und diese Situation ist die perfekte Situation, um zusammen etwas zu erarbeiten. Und In wenn so man. einer Trainingssituation haben wir aber leider dann die Situation, dass da Ja. die Bedürfnisse aneinander klatschen. Also das Bedürfnis des Menschen, vielleicht hat er jetzt gerade was vor mit dem Pferd, es ist eine Ausbildung, es soll ein Trainingsziel erreicht werden und das Das Pferd. meinte ich damit, dass man eben lernt, auch die eigene Agenda sein zu lassen. Und Dinge, also wir wissen ja, also der Mensch weiß ja, was er erreichen möchte. Also er möchte schon, er weiß ja, ich möchte das Pferd irgendwann reiten. Und eigentlich möchte der Mensch das Pferd auch so reiten, dass es für beide gefahrenlos ist. Idealerweise, nämlich, also davon gehe ich aus. Dann spricht ja nichts dagegen, das so zu machen, dass es für das Pferd nicht angstbehaftet wird oder unangenehm oder so grenzüberschreitend oder sowas, sondern dass das Pferd das als etwas erlebt, was keinen Stress bereitet, vielleicht sogar Spaß macht und friedvoll. Und wenn das so ist, dann. Also natürlich muss man dann als Mensch kann man also schon man muss das Pferd beachten, wenn das sagt, oh, jetzt wird's aber irgendwie für mich blöd, dann muss man innehalten, überlegen, wie kann ich es anders machen, dass es also wie muss ich kleinschrittiger vorgehen, wie müssen die kleinen Schritte für dieses Pferd aussehen idealerweise und dann auch immer wieder unterstützen, indem man reduziert eben das Denken, ne? Ja. Wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wie mache Ja. ich das denn? Also entweder wohne ich in deiner Nähe, dann kommst du vorbei, aber Ja. wenn nicht, dann erzähl Ich mal, wie war, geht die ja, Zusammenarbeit? also also in der Nähe muss nicht zwingend sein. Ich freue mich immer, wenn es nicht ganz so weit ist oder wenn es weiter ist, wenn es dann halt, wenn ich dann mehrere Termine zusammenlegen kann, natürlich. Also ich fahre auch weiter zu vor Ort Terminen und was normalerweise. Der Ablauf ist normalerweise, dass man ein ausführliches Vorgespräch führt telefonisch, weil ich da auch halt einige Informationen, Vorinformationen erstmal brauche zu dem Menschen und dem Pferd. Dann sucht man einen Termin. Beim Termin, also beim ersten Termin, würde man dann Creative Reaction lernen. Dann spricht man eine Übungsphase ab. Die ist unterschiedlich lang. Das kommt immer darauf an, wieso die Gegebenheiten beim Menschen und dem Pferd sind. Innerhalb der Übungsphase wird man betreut bei Fragen per Messenger oder WhatsApp oder auch mal Telefonie. Und dann guckt man weiter. Also dann guckt man,
Wo gibt es Themen oder gibt es Themen bei Menschen, wo der sagt, da fühle ich mich unwohl, oder gibt es Themen beim Pferd, fühle ich mich unwohl. Und dann sucht man weitere Termine für Realization Learning Sessions, plant das auch. Da kann man im Grunde immer erst nach der ersten Session sagen, wie viele man braucht, wenn man das Pferd kennt in der Situation und sieht, wie viel Unfrieden da in der Situation herrscht. Und dann erarbeitet man sich das zusammen, ist immer dabei betreut. Das ist eine schöne Sache und sehr lehrreich. Oder man nähert sich nochmal auf andere Art und geht den Videokurs durch. Genau, oder also ich arbeite das online, arbeite ich auch, hattest du ja gesagt. Das ist sehr ähnlich wie eine Vor-Ort-Session. Man muss ein bisschen die Technik koordinieren dann, weil man halt in einer Hand das Handy hat. Aber trotzdem, es funktioniert und man kann es da auch lernen, ne? Den Videokurs kann man machen, also den würde ich sowieso auf jeden Fall empfehlen, weil das einfach toll ist. Also man lernt sehr viel. Da gibt es auch noch einen Bereich Trust-Technik für Menschen, also wo man so ein bisschen seine eigenen Sachen auflösen kann. Außerdem halt unheimlich viele Beispielvideos, die faszinierend sind zu sehen und wo man sehr, sehr, sehr viel lernen kann, wenn man genau hin, also wenn man die Reaktionen der Tiere sehen kann. Also ist tolle Sache, der Videokurs. Ich kann den unumschränkt empfehlen, tatsächlich, ja. Ja, und für alle, die da jetzt Interesse jetzt entwickelt haben, es ist ja auch so, dass der James sein kleines Intro im Moment kostenlos anbietet, richtig? Ja, Genau. da können Ich würde wir dir vielleicht noch meine Links schicken. Die kannst du dann zu dem Podcast drunter sehr gerne. Ja. stellen. Das, ja. Der, inzwischen ist der auch untertitelt. Der James spricht ja sehr langsam und sehr schönes Englisch, kann man eigentlich gut Ja. verstehen, aber Der inzwischen kann man. Videokurs ist auch komplett untertitelt Aha, mittlerweile. Ja, okay. also komplett. Ja. Ja, also dann, ich kann wirklich nur sagen, Leute, beschäftigt euch damit. Es hat keine Nebenwirkungen, keine Nachteile, außer Nein. ein bisschen ja, zur Ruhe kommen, Demut und mal nicht immer nur an dem Pferd rumzudoktern, sondern auch mal an sich selber. Das ist ein guter Weg, kann ich Ja, sehr man kommt empfehlen. sehr, also auch für sich, sehr viel weiter, finde ich, weil man lernt, sich zu reflektieren. Das machen wir auch nicht so oft. Warum mache ich das und warum mache ich das so und könnte ich das auch anders machen? Und wenn ich es anders machen würde, wie würde das dann sein? Wie wäre das dann? Also das sind schon auch tolle Sachen, die man nicht zwingend macht, wenn man eben, wir sind in unseren, sagen wir mal, Umgangsformen und auch Arbeitsformen in gewisser Weise auch schon automatisiert. Und das kann man loswerden. Und das ist auch sehr befreiend tatsächlich und heilsam. Ah, und das wollte ich auch noch sagen. Also die Trust-Technik ist nicht nur für das Allgemeinbefinden schön und wohltuend, sondern hat tatsächlich oft auch körperliche Vorteile, also Auswirkungen auf körperlichen Stress. Also ich habe es schon so oft gehabt, dass ich mit Menschen gearbeitet habe, die am Anfang der Session Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen hatten und die dann am Ende gesagt hat, huh, das ist weg. Weil diese Anspannung, also was der Stress, den wir so oder der Stress, den uns unser Kopf macht, verfestigt sich ja auch irgendwo im Körper. Und wenn man loslässt, also wenn man Frieden empfindet und entspannt, dann entspannt sich auch der Körper. Und das gilt auch für Pferde. Also ich habe auch Kunden, die Pferde haben die periodische oder Augenentzündung chronische hatten, ist weg. Hautprobleme weg, Magenprobleme weg, Kotwasser weg. Also ganz viele Sachen, die Pferde so auch im Körper dann festhalten und oder die solche Sachen auslösen, das wird auch besser. Also ganz toll.
Sehr schön. Und Ja. man muss nicht immer warten, bis die Probleme da sind, ne? Ja, Wir das können ist auch auch doof. vorbeugend So ist es. jetzt schon mal anfangen und Genau. wenn wir keine Probleme haben, umso schöner. Aber Ja. wir müssen nicht warten, bis ein Problem auftaucht. Ja. Okay, liebe Daniela, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ja, danke dir, Karin, dass so ich hier dabei ausführlich sein. in die Welt der Trusttechnik eingeführt und mitgenommen hast. Und Ja, sehr gerne. ich hoffe, dass jetzt sich ganz viele Leute bei dir melden. Wie gesagt, ich kann das nur empfehlen und ich werde auf jeden Fall auch dranbleiben. Dranbleiben. Ja, wunderbar. Freue Okay. mich. Ja, super. Also, Also für Dankeschön. heute. Ja, Tschüss. tschüss, Karin. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.